Die britische Königin Elisabeth II. Stellt sich dem angekündigten Rückzug von Prinz Harry und seiner Frau Meghan nicht entgegen. In einer Erklärung heißt es, die Monarchin und ihre Familie unterstützten voll und ganz den Wunsch des Paares. Bei dem Krisengipfel der Royals in Schloss Sandringham sei Harry und Meghan eine Übergangsperiode gewährt worden. In dieser können sie in Großbritannien und Kanada leben. Endgültige Entscheidungen sollen in den kommenden Tagen getroffen werden. Harry und Meghan hatten kürzlich erklärt, sich weitgehend von ihren royalen Verpflichtungen zurückziehen zu wollen und unabhängiger leben zu wollen. Damit sorgten sie für viel Wirbel.